Manchmal ist das Wichtigste, was wir in schwierigen Momenten unseres Lebens brauchen, um voranzukommen, eine aufrichtige Unterstützung. Die Frau links weiß noch nicht, dass dieser Ausflug nach Disney World ein viel größeres Erlebnis werden wird, als sie erwartet hat. Ihr Mann hat ihre ganze Familie eingeladen, um diesen Tag zu etwas ganz Besonderem zu machen. Eu te apresento a Mabel, mamãe. Olha, mamãe. Man kann mit Sicherheit sagen, dass keiner der beiden jemals wieder einsam sein wird. Wer hat gesagt, dass Männer nicht weinen können? Es fällt schwer, die Tränen zurückzuhalten, wenn das Kind, das man 17 Jahre lang wie sein eigenes aufgezogen hat, dich bittet, offiziell sein Vater zu werden. Dieser Mann kann sein Glück kaum fassen, denn er hat seine Tochter zum ersten Mal seit 17 Jahren wieder gesehen. Es ist sehr rührend zu sehen, wie sich ein erwachsener Mann in ein Kind verwandelt. Nach 7 Jahren Trennung kam seine Mutter zu seiner Geburtstagsfeier. Vor ein paar Monaten wurde dieser Mann von seinem Lieblingshund verlassen und seine Familie beschloss, dass er jetzt mehr denn je die Unterstützung eines neuen Freundes braucht. We got you on, Scott. There he is. It's a big boy. Yeah. Dieser Hund schaut sich seine Freundin an, mit der er Seite an Seite aufgewachsen ist und die nicht mehr bei ihm ist. Gibt es noch irgendwelche Zweifel daran, dass Hunde lieben und vermissen?
Hinter der Tür steht ein Mann, dessen Zwillingsbruder schon seit langem auf diese Überraschung gewartet hat. Dieser Typ braucht keine Geisterlampe, denn er hat einen tollen großen Bruder. In der Schachtel befindet sich eine Gitarre, von der der Kleine sein ganzes Leben lang geträumt hat. Manchmal reicht es aus, einen geliebten Menschen zu sehen, um glücklich zu sein. Guck dir nur die Reaktion dieses Mannes an, der seine eigene Schwester zum ersten Mal seit 22 Jahren wieder sieht. Wie kann man ein so unvergessliches Ereignis wie einen Schulabschluss noch grandioser machen? Die Freundin dieses Mädchens kam extra aus einer anderen Stadt angereist, um ihr zu gratulieren, und zwar nicht nur zu ihrem Abschlusszeugnis. Aufgrund einer schweren Krankheit und eines monatelangen Krankenhausaufenthalts konnte dieser Mann seinen besten Freund nicht treffen. Doch das Schicksal und das medizinische Personal haben ihm doch noch eine Chance gegeben. Diese Frau fand auf der Straße ein wehrloses Kätzchen. Und es hört nicht auf, ihr zu danken, dass sie es gerettet hat. Egal wie alt wir sind, Begegnungen mit Verwandten sind immer von unschätzbarem Wert. Aufgrund gesundheitlicher Probleme verliert dieser Mann sein Gedächtnis und hat die letzten 15 Jahre in medizinischen Einrichtungen verbracht. Er fand jedoch die Kraft, zur Abschlussfeier seiner Tochter zu kommen und das gemeinsam mit ihr zu erleben. Merry Christmas. Oh my god. So. Absolutely. Oh my god. Y'all really made my day because I've been struggling so much financially.
Der Junge bekam von seinem älteren Bruder ein Weihnachtsgeschenk, das er bestimmt nie vergessen wird. Hast du schon erraten, was es für eine Brille ist? Ja, so sehen die Gefühle eines Menschen aus, der zum ersten Mal alle Farben unserer Welt sieht. Bis vor kurzem konnte dieses Mädchen ohne fremde Hilfe keinen einzigen Schritt machen. Und jetzt steigt sie selbst die Treppe hinauf. Guck dir nur an, wie sehr ihre Schwester sich für sie freut. Die liebevollen Kollegen verwandelten diesen für den Dirigenten ganz gewöhnlichen Auftritt in ein wahres Fest. Was könnte eine Oma mehr beeindrucken als eine Überraschung von der ganzen Familie, die plötzlich zu Besuch kommt? Oh no! Oh no! Nur die erste Bekanntschaft mit ihrer Urenkelin. She didn't even think twice. She just woke up. Dieser Hund hat jetzt einen neuen Freund. Und man kann an der Geschwindigkeit seines Schwanzwedelns erkennen, wie sehr er sich über den Familienzuwachs freut. Diese Frau kam von ihrem Militärdienst zurück, ohne es ihrer Mutter und Schwester zu sagen. Ihre Reaktion spricht für sich. Das war wohl eine der besten Therapien aller Zeiten. Nach 6 langen Monaten im Krankenhaus kommt dieser Großvater endlich wieder nach Hause. Und seine Familie tat ihr Bestes, um diesen Tag zu einem echten Fest zu machen. Five, four, three, two, one.
ein erfüllter Traum. Ich bin mir sicher, dass du zusammen mit diesem Typen Freude und Wärme empfinden wirst. And they did it so pretty. I remember the sweater. Yeah, your dad said you would. Wow. I know, right? Thank you. I love you. Oh my God. Ihr geliebter Besitzer war 8 Monate lang nicht mehr zu Hause, diese beiden spürten ihn aber schon aus 1 Kilometer Entfernung auf. Für ihre Mutter ist es immer noch dasselbe junge Mädchen, das sie vor 16 Jahren gesehen hat. Yeah. You ready? Okay, all right, I'm gonna take the photo.